So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Regen im Qualifying. Und ja, ich habe meine KI tatsächlich ein bisschen hochgestellt. Ich fahre jetzt auf 85 und für die Leute, die es mir nicht glauben, ich habe es hochgestellt. Und zwar jetzt auf 15 Punkte. Wir sind 2 Sekunden vor dem Rest des Feldes oder anderthalb. Und ich denke, das sollte so durchaus realistisch sein, dass man es mal so hochstellt. Wenn es jetzt nochmal so ein bisschen so geduldig ist oder wie man so weit vorne sind, wenn wir es noch weiter hochstellen, dann werde ich es auch Richtung 90 stellen. Und dann schauen wir mal, was wir hinkriegen. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Vielleicht sind wir jetzt auch gnadenlos, versagen wir jetzt auch gnadenlos. Aber dann sind wir zumindest auf Mixhöhe. Dann können wir uns auch ein bisschen vorarbeiten. Ich weiß, dass der eine oder andere mir schon das Video geschrieben hat. Du stellst die KI zu nah, niedrig und keine Ahnung was. Ich stelle sie jetzt hoch und werde dann gucken, wie es in der neuen Saison läuft. Und dann werden wir nach und nach in der neuen Saison das Auto noch weiterentwickeln und vielleicht nochmal auf 90 stellen, damit wir auf der Augenhöhe ungefähr mit Mick fahren. Und es halt gemeinsam weiterentwickeln in die neue Saison. So. Okay, gehen wir rein. Qualifying. Regen. Okay, I know you're eager to get out there, but I'm going to need you to be patient for a few minutes. We're just trying to zero in on an oil leak. So, wir haben einen kleinen Fehler im Schmiersystem. Hey, das sagt das Rennen aus. Also momentan haben wir, was habe ich gesagt, gerade 33,6 haben wir eben gefahren. Mal gucken, was jetzt gleich die Konkurrenz fährt. Ich denke, wir werden jetzt sowieso gnadenlos jetzt versagen. Also vorneweg fahren ist nicht dieses Rennwochenende. Ist aber auch egal. Guck, dass wir in der Saison ein bisschen besser angreifen. So, dauert jetzt einen kleinen Moment natürlich. Klar, wir werden natürlich das Setup erstmal einstellen. Ich fahre natürlich, wie gesagt, auf Trocken. So, Setup laden. Ach, Setup laden. Und dann fahren wir auf Russland Trocken. Heavy rain to stay a while. Doesn't look like it's moving anytime soon. Aber hinter das Wetter. So. Dauert jetzt einen kleinen Moment, eine Minute haben wir noch. Gucken wir so ein bisschen mal Richtung Zeiten, wie die Zeiten, wenn der Konkurrent aussieht. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. So. So, einmal kurz auf die Strecke, back on track. Wie gesagt, letztendlich ist es eh egal, wie wir starten, da wir auch keine brauchen können, wir sind eh letzter. Aber es wäre natürlich ein cooles Gefühl, wenn wir mal gucken, einfach wie stark wir sind. Und dass es jetzt ausgerechnet regnet, ist natürlich super, aber es ist. Nee, wo ist, wie gesagt. Aber zumindest habe ich dann ungefähr ein Bild, wo ich stehe. Ja, ich war zwar bewusst ein bisschen vorsichtiger, weil das Auto kann natürlich sich immer wieder wegdrehen. Aber vielleicht habe ich einen Vorteil, dass ich im
mit dem trockenen Setup im Rennen keinen Vorteil habe. Ich kann ja wieder auf Medium starten. Jetzt ein bisschen auf Fett gehen. So, 46,4 Daniel Ricciardo. Die Zeiten sind eh gerade eher uninteressant, aber es geht mir ein bisschen um den Vergleich, was die Stärken betrifft. Lewis Hamilton an 45,5. So, mal gucken, war jetzt wie der direkte Vergleich gegenüber der Konkurrenz aussieht. Da ist ein Sauber, das ist Giovinazzi. Da muss ich jetzt voll in die Eisen gehen, weil der mir genau in dem Moment vor die Bahn fährt und mir die Runde so kaputt macht. Aber der ist gerade aus der Box gekommen. Klar, muss ein bisschen noch. Das ist natürlich jetzt alles andere als gut. Vor uns wird jetzt gleich ein Williams hier um die Ecke schleichen. Ich weiß nicht, ob er zu schnell ist oder ob er sehr langsam ist. Sieht aber auf der schnellen Runde aus. Denn auch die Williams müssen ihre Zeiten setzen. Wir haben eine Runde 12,5 Minuten. Wir sind auf unserer schnellen Runde hier im Regen. Trockenes Setup, KI-Stärke 85. Mal gucken, wie gesagt, wie weit jetzt wir mithalten können. Im Training sah es sehr deutlich aus. Deswegen habe ich aber bewusst auf 50 Punkte umgestellt. Sollte jetzt natürlich sagen, wir fahren jetzt halbe Sekunde langsamer als auf Rest des Feldes. Versuche ich ein bisschen was wieder roter zu stellen. Aber das ist jetzt einfach mal ein Richtwert, mit dem ich versuche, mich ein bisschen hier durchzuarbeiten. Um auch zum Beispiel in die Liga rennen, nicht immer am Ende des Feldes immer zu klären, um mal ein bisschen Konkurrenz zu haben. Ich weiß, dass ich ein bisschen mehr tun will. Ich will auch ein bisschen was weg vom Ende des Feldes. So, den Alpha, den ziehen wir jetzt mal ein bisschen weg. So, dann geht's jetzt aber die schöne Runde. Da sind wir. Oh, hinter King. Okay. Fahrer vor mir. King just ahead. Push for the position. They've just entered the pits. Their best lap time is a 1 minute 48.6. Oh. Eine Sekunde schneller als wir. Stelle ich doch ein bisschen runter wieder auf 80. Ich fahre jetzt mal ein bisschen ran. Der Alpha, der Ende, das ist Giovinazzi, der drückt natürlich ein bisschen. Ich fahre jetzt bewusst ein bisschen vorsichtiger hier. There's only one lap of fuel remaining. Trotz des Querstehers kommen wir jetzt fast ran an die Zeit von ihm. Na, verdammt, dann ist es zurück. 0,3 Sekunden nur. So.
war am Ende nochmal ein Quersteher. Ich habe das Auto hinter mir gesehen, natürlich. Ich habe den Wagen hinter mir gesehen und trotzdem fährt er mir rein. Bin eigentlich normal auf die Strecke zurückgekommen. Meine 45 Grid machen es jetzt auch nicht mehr fett. Wenn er sieht, wenn sie so gesehen haben, wie sich der war. Ach, fahr doch jetzt. Komm! Also, dafür ist die auch geschädigt genommen wie meine. Scheiße, Mann, das wäre eine bessere Runde geworden. So, besser momentan, weil der Roboter 45,2, 2,5 Sekunden. Ja, ich stelle die KI da doch wieder runter auf 80. Weil ich jetzt 85 doch ein bisschen zu heftig gerade. Aber momentan sind wir sogar auf 21. Nee. Sogar 22 jetzt. Für die Strafe ist es sehr egal. Und wie gesagt, die Glitchstrafe ist halt dann so, nehme ich mal mit. Und zu dem Kollegen jetzt auch noch eine reingebrummt haben, ist mir aber jetzt in dem Moment scheißegal. So. Car repairs have set us back a little. Ich fall jetzt noch mal raus. Ach Mann, warum? Ah, da habe ich mich jetzt ein bisschen verdrückt. When you're ready, let's go. Die Sekunden, Minuten oder 45 Sekunden hätte ich auch gerne zu Ende laufen lassen müssen. Ja, wir sind ja zumindest ein bisschen dran. Fahrer vor mir. King ahead, their best lap time is a 1:48.6. Ja, mal gucken, ob wir nochmal eine Zeit setzen können. Vernünftig, ja. Wie gesagt, die 45 Grid-Strafe nehme ich halt so hin. Tut mir nicht weh. Weil wir eh letzter sind. Das ist klar. Ja, vielleicht lassen wir es auch für mich. Mal gucken, wie es rennen wir morgen. The rain looks like it's going to be getting much lighter over the next 10 to 15 minutes. There should be more grip, but don't expect a dry track. Ich knall jetzt eh durch mit den Rummelgetreifen, weil ich habe jetzt erstmal wieder, habe jetzt frisch unter Treifen. Ich baller jetzt hier raus, baller hier Zeiten raus und gucke mal, vielleicht haben wir ein bisschen Glück und treffe trotzdem noch vernünftig langsam eine Runde. Vielleicht ist es auch einfach nur fürs Gefühl ein bisschen was nochmal. Das sag ja mal nicht, ja. So, versuchen wir es nochmal. Momentan sind wir 22. Das werden wir auch faktisch am Ende bleiben.
nicht aufgepasst hier. Der Sprung jetzt gleich wird. Halter werden wir nicht hinkommen. 3 Sekunden. Zu Lewis Hamilton werden wir nicht holen. Ja, Platz 19. Bisschen aufpassen, jetzt wäre hier nicht weit rausrutschen. So, Minute 40 haben wir noch, also dann haben wir noch einen Versuch. Fahrer vor mir. Raikkonen ahead over a lap separates you. Their best lap time is a 1 minute 48.0. 48.0. Da wären wir zumindest ein bisschen deutlich auf Augenhöhe. Gegen Kimi Räikkönen. Gerade welchem. Vielleicht würden wir auf Weg passen. Der hat nämlich momentan 14.8 als Sektorzeit. Knapp vor Mick auf jeden Fall. Was heißt knapp vor Mick? Das ist zumindest noch ein paar bisschen Zeit. Also, würden wir Mick momentan schauen. Ich glaube, dann ist es so passend von der Zeit her. Von der KI-Stärke her. Dann fahre ich jetzt auf KI85 das Ding hier zu Ende. Weil jetzt sind wir vor Augenhöhe mit Nick, das passt ja vom Realismus dann auch her. Ich hätte es eigentlich schon vorher der Saison machen können. Ne, reicht nicht, um auf Nick zu kommen. Ich wollte auf die Zeit zu packen von ihm. Jetzt noch Versuch, liebe Leute. Fahrer vor mir. Mick ahead, their best lap time is a 147.7. 47.7, das heißt 0,1 Sekunden. Wobei der sich jetzt nochmal einen ordentlichen Schuh verbessert hat. Fahrer vor mir. Stroll is ahead of you. Their best lap time is a 1 minute 47.5. Mal gucken, ob wir jetzt mal ein bisschen was mitgenommen bekommen. Jetzt sind wir momentan, wie gesagt, 16. Schießt aber nochmal eine Zeit raus. Thank you.
15. Die wäre immer besser gewesen, die Runde. Wenn wir nicht noch was verloren hätten. Ich glaube, wir haben sich Spritmangel aber noch mal ein bisschen was verloren an Rundenzeit. Sonst wären wir wahrscheinlich noch mal richtig nach vorne gehüpft. Aber wir sind jetzt auf 15 vorgegangen. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Hamilton und Max Verstappen. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ja, ich denke, wie gesagt, die fahren die Saison so zu Ende, wenn es passt. Weil, na gut, Japan, mal gucken. Wir sind eine halbe Sekunde vor Mick, also haben wir schon mal einen ordentlichen Schuss gemacht. Na, ja, wir sind eigentlich fast, wie gesagt, Zeit ist, wie gesagt, eh irrelevant. So, passt. Wir müssen hier nach hinten. Ich wollte gucken, wie die Ferrari heute nach hinten springen, weil die gegen Leclerc muss man gucken. So. Gut. Dauert jetzt einen kleinen Moment hier. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Wir starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Ja, gucken wir einfach, ne? Und wir sehen uns dann morgen wieder im Rennen hier in Russland.